Nee, oder? Das ist doch jetzt echt zum Kotzen. Jetzt auch nicht, ich krieg's in Dolgozer nicht mehr weg. Jo, meine Syndra ist weg. Das ist jetzt dezent ärgerlich, ehrlich gesagt. Ja, was soll ich jetzt machen? Oh, mein Eisdrache ist weg. Mal wieder. Ich hab total vergessen. Ah! Ja, töte mich, komm, dann komm, ich kann nicht mal an mein Bett kommen. Komm. Das ist immer so ein bisschen buggy, wenn man von einer Karte zur anderen reist und man hat keinen Servercluster, dann wird einem die Bett nicht direkt angezeigt. Ist ein wenig nervig. Einfach töten lassen und dann sieht man die Betten wieder. So. Okay. Muss man nicht verstehen. Ach Mann, das ärgert gerade. Ich habe gerade meinen Drachen verloren. An dem blöden Hoch- und Runterladen. Mann. Toll. Los. Das frustriert ehrlich gesagt ein wenig. Deswegen werde ich jetzt mal gucken. Nehme ich dich dann mit? Ich hoffe, dass du mir nicht auch noch abhanden kommst. Ich meine, ich weiß so ungefähr, wo die Boss-Arena sein soll. Vor allem von Genesis 2, aber ich weiß das halt nicht zu 100%. Ich glaube, mein Mann hat einmal kurz das gefunden gehabt, aber da habe ich gesagt, gut, nee, ich will das selber finden, weil ich will mich da ja auch nicht spoilern lassen oder so. So, damit haben wir mal Glück, dass mir hier jetzt auch noch nicht abhanden kommt. Das wäre echt ärgerlich. Reicht schon, dass ich jetzt gerade keinen Drachen mehr habe. Komm, komm. Bleib ich in der Liste. Oh, wegen so Sina-Liste. Dann ist man nur der Drache-Buggy, keine Ahnung.
Keine Ahnung, warum ich den Drachen nicht hochladen konnte, bis der jetzt da weg ist. Ah. Gehe ich mal ein paar Fischreusen herstellen. Muss ich da lang. Ich hab doch immer jedes Mal, wenn ich ein Shadowman zähmen wollte, muss ich dir vorstellen, Kabine ist immer zwischenweise. Deswegen bin ich aber, was Shadowman zähmen angeht, ein wenig frustriert. Immer ist das Taming dann immer wieder weggegangen, obwohl keine Ahnung auf welchen Gründen, dann war dann plötzlich dann noch eine andere Shadowman-Herde, die hat sich dann zu dem Einzelnen hinzugesellt und ja. Und ganz zum Schluss kam mir dann ein Server neu. Ich dachte dazwischen, da habe ich mir gedacht, jetzt hast du keinen Bock mehr. Dann gehe ich eben auch in Discord rein. Bist du denn da? Hi. Hallöchen. Und mir wird schon wieder. Oh, ich krieg das Kratzen. Was? Ach, mir wird wieder so angezeigt, irgendwie, als wenn wir campen würden, was aber nicht ist. Ich glaube, der Pneumer ist wieder gegangen. Boah, das fuckt gerade ab, ey, ne? Die Drachen. Schatz, du bist live. Du darfst das erst Wochen nicht benutzen. Warum, hä? Ich wollte dich nur verwirren. Das ist dir gut gelungen. Yay! Bist du irgendwas am Runterladen? Nein. Ich hab eine rote Latte. Ja, ich hab mich nur eingeloggt. Problem in ihrem Stream. Okay. Frage ich mich mal. Ja, wahrscheinlich, was ich jetzt auch spiele. Keine Ahnung. Die Sache irgendwie was von null ausgelastete Frames, obwohl es flüssig läuft. Na, semi-flüssig, sagen wir so. Ich meine, hier passiert halt viel gerade, ne? Wo ich bin. Nee. Ja, und es ruckelt.
Und ich bin unter niedrige FPS jetzt. Ja, Ja, dann darf ich nicht mit dir spielen. das ist doch nicht wahr, oder? Ja, doch, scheinbar schon. Meinst du, dass das so sehr belastet, oder was? Ja, scheinbar. Ich kann das Spiel ja jetzt gerne gleich direkt wieder ausmachen, dann werden wir es mehr. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir können testen, ich habe keine Ahnung. So, ich grätsche jetzt selber noch mal einmal kurz hier dazwischen. Hallo erstmal. ja, wie ihr jetzt gerade in dem Gespräch mit meinem Männer halt herausfiltern konntet, läuft das halt mit dem Thema Aufnehmen, während ich streame halt leider nicht so gut. Weshalb ich jetzt hier auch dann die Aufnahme auch unglücklicherweise halt relativ zügig beendet habe, auch ohne ein Abbot. Was mir auch leid tut. Ich war halt an dem Tag halt wirklich extrem gefrustet, weil ich habe dann erst den Drachen verloren und ach, und dann ruckelt das dann plötzlich einfach nur noch und es funktioniert einfach nichts und weil jedes Mal halt bei jedem Stream halt immer was schiefgelaufen ist und ja, das ist doch dann halt ziemlich frustrierend, wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, weil das ist halt leider alles nicht immer so schön, wie es halt bei den ganzen Streamern halt immer aussieht. Dieses Jahr, die stellen ein paar Dinge ein und schon läuft es. Nee, so ist es leider nicht. Es ist halt doch extrem viel Arbeit halt. Man sitzt halt gefühlt stundenlang hier dran, um die richtige Einstellung bei OBS oder was auch immer, was für ein Programm man halt benutzt zum Aufnehmen hat, ja, die richtige Einstellung auf alle Fälle zu finden. Dann muss das Spiel noch entsprechend laufen. Man will ja auch selber noch ein bisschen was gutes Spielfeeling haben, so gesehen. Dann soll die Aufnahme flüssig sein und. Und dann muss ja der Sound noch passen. Ich meine, ihr habt das ja schon ein bisschen in der Entwicklung bei meinen Videos ja schon mitgekriegt gehabt. Von schlecht auf gut. Und dann ist das nochmal zwischendurch schlechter geworden. Dann wird es halt immer nach und nach immer besser. Aber gut, das halt zum anderen Punkt. Wie gesagt, es ist halt leider nicht so einfach. Aber ich würde jetzt hier einfach die Abmod jetzt für mein Video jetzt hier, also für mich jetzt so eine, so gesehen, weil ich mir ja jetzt selbst hineingrätsche halt machen. Ich sag einfach mal, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Hinterlasst mir auch gerne Kommentare für Unterstützungen oder hier als Hilfestellungen, Ideen, Anregungen, wie auch immer. Und ja. Ne, abonnieren kostenlos, selbstverständlich, ne, wenn ihr das natürlich auch möchtet, versteht sich. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge von ARK Survival Evolved Genesis 2. Bis dahin, ciao, ciao.